Können Sie sich vorstellen, dass es noch immer Sklaven auf der Welt gibt? Schlimmer noch, dass Kinder als Sklaven gehalten werden, dass man sie einfach kaufen kann für 25 Euro pro Jahr. Und die Eltern verkaufen sie an einen Sklavenhalter und der lässt sie dann 10, 12 oder 14 Stunden am Tag schuften. Im Film von Caio Fritz werden Sie jetzt sehen, dass es solche Kindersklaven tatsächlich gibt. Aber Sie lernen auch eine Frau aus Hagen kennen, die nicht nur an diesem Zustand in ihrer zweiten Heimat Ghana endlich etwas ändern will. Afrika, ein Dorf in Ghana. Festtagsstimmung. Bettina Landgrafe ist da und mit ihr die Hoffnung. Die Einheimischen feiern ihre Königin. Sie haben sie dazu gemacht, weil die Deutsche Hilfe bringt. Für sie ist die weiße Frau von einer Wolke gefallen. Eine weiße Frau mit schwarzem Herzen. Das heißt, mein Name ist Bettina Afua. Ich bin Nana Enimkoko, Königin der Entwicklung. Twi spricht man in Ghana. Twi spricht auch Bettina Landgrafe, zumindest ein bisschen. In Hagen wohnt die gelernte Krankenschwester. Hier studiert sie. Und von hier aus plant sie Projekte für das Land, das ihre zweite Heimat geworden ist. Ihre Organisation heißt Madamfo Ghana, Freunde Ghanas. Sie bauen Krankenhäuser, Schulen, Brunnen. Mit wenig Geld und viel Einsatz. In ihrer Wohnung bereitet sie sich auf die Reisen vor. Viele verstehen nicht, dass sie ihre komplette Freizeit, eigentlich ihr ganzes Leben, für die Menschen in Ghana opfert. Sie sollen einmal in ein Gesicht von einem gucken, der eine Operation bekommen konnte, die er sich nicht leisten konnte, dem wir geholfen haben. Und in das Lächeln der Mutter, die ihr Kind ohne Gefahr zur Welt bringen konnte und die nicht im Kindbett Fieber sterben musste, weil sie eben unter vernünftigen hygienischen Bedingungen entbinden konnte. Das würde ich den Leuten sagen, die sollen den Menschen in die Augen gucken. Fortschritt und bittere Armut. Ghana vereint die Extreme. Auf dem Land wird häufig gehungert, schlechte medizinische Versorgung, Kinderarbeit. Probleme, die uns fremd sind. Es dauerte, bis Landgrafe hier ernst genommen wurde. Sich Respekt zu verschaffen als Frau in einem afrikanischen Land ist schon schwierig. Ich würde sagen, dass ich das dadurch geschafft habe, dass ich immer das wirklich auch mache, was ich sage. Also wenn ich sage, wir können ein Projekt durchführen, dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass wir eben genug Spenden dafür haben und dass wir die Möglichkeiten haben, das zu machen. Und wenn man das Gleiche macht, was man sagt, dann verschafft man sich den Respekt der einheimischen Bevölkerung. Unterwegs mit der deutschen Krankenschwester. Sie ist auf dem Weg zu einem Fischerdorf. Von dort hat sie eine Geschichte gehört, die selbst für sie unglaublich klingt. Kindersklaven. Kleine Kinder missbraucht als billige Arbeitskräfte. Im Osten Ghanas liegt der Volta-Stausee. Ein kleiner Junge. Einer von Hunderten auf dem größten künstlich angelegten Gewässer der Welt. Fast 10-mal so groß wie Berlin. Sie schuften hier als Kindersklaven. Leibeigene der Fischer. Manche von ihnen ist 5 Jahre alt. Liebe, Geborgenheit kennen sie nicht. Kinder verkauft von Eltern, die das Geld brauchen. Realität, 7 Flugstunden von Deutschland entfernt. Wir fahren mit einem Boot raus. Die Kinder sind täglich bis zu 14 Stunden auf dem See. Sie paddeln die Boote. Sie werfen Netze aus. Sie holen den spärlichen Fang ein. Überwacht von den Erwachsenen. Verfängt sich ein Netz am Grund, müssen die Kinder tauchen. Kinder sind billig. Kinder wie Kwame. Er ist 5. Er kostet 25 Euro pro Jahr. Mit leiser Stimme sagt er, dass er um 4 Uhr morgens rausfährt und am Nachmittag etwas zu essen bekommt. Und zum Schluss sagt er, er würde gerne mit uns kommen. Jeden Tag die gleiche Arbeit. Knochenarbeit.
Nach dem Fang geht es zurück an Land. Offiziell ist Kinderarbeit in Ghana verboten, kontrollieren aber kann dies keiner. Es gibt unzählige Fischerdörfer am Woltersee. Wie viele Kinder hier arbeiten müssen, weiß keiner. Einer der Fischer redet mit uns. Natürlich wisse er, dass das alles illegal sei, er habe aber keine Wahl. Ohne die Kinder komme ich mit dem Boot nicht raus und kann keine Fische fangen. Mir fehlt das Geld für einen Motor. Wenn ich den hätte, dann könnte ich auch die Kinder freilassen und bräuchte keine mehr zu kaufen. Der Master ist stolz auf seine große Familie. Er stellt sie uns vor. Auf der rechten Seite seine leiblichen Kinder, auf der anderen Seite die gekauften. Es sind 5. Deren Preis hängt davon ab, wie kräftig sie sind. Corsi ist 10, kostet 50 Euro. Wir gehen mit ihm an den Rand des Dorfes. 5 Jahre muss er noch arbeiten. Dabei will er nur eines: weg. Meine Mama kommt manchmal ins Dorf. Aber sie holt nur das Geld, nicht mich. Ich will nicht mehr paddeln, das tut so weh. Das Boot ist so schwer. Ich will in die Schule und irgendwann einen guten Beruf haben. Ich will Präsident werden, um den Kindern hier zu helfen. Die sollen nicht mehr auf den See müssen. Viele können nicht gut schwimmen. Letztens ist einer von uns ertrunken. Da vorne war es. In Dörfern wie diesen versucht Bettina Landgrafe nun zu helfen. Hilfe, die dringend nötig ist. Tut ihm das weh? Ja. Ihre Krankenhauserfahrung hilft ihr öfter, als es ihr lieb ist. Atme noch mal ein. Proper. Again. Daniel, 5, ist gerade von seinem Master geschlagen worden, mit einem Paddel. Was passiert? Also er ist auf jeden Fall verprügelt worden. So, das sieht man halt hier und er sagt halt, dass es ihm da sehr weh tut. Warum hat dich dein Master geschlagen? Weil er spielen wollte. Das Leben der Kinder ist hier so gut wie nichts wert. Bettina Landgrafe setzt alles in Bewegung und hat kurz nach dem Ende der Dreharbeiten für Daniel einen Platz in einem Kinderheim gefunden. Aber denkt sie an die anderen Kinder, fühlt sie nur eines: Ohnmacht. Das sind kleine Kinder, die bei uns an der Hand ihrer Mutter in den Kindergarten gehen. Die sehen sie da mit nur einem Höschen bekleidet ein Netz zum Boot ziehen. Da Wut, Ohnmacht, Unverständnis, Hass, Trauer. Also jedenfalls keine positiven Emotionen. Aber es gibt auch die schönen, die hoffnungsvollen Geschichten. Zum Beispiel da, wo man sie nicht vermutet. In einem Dorf voller Leprakranker. In Ghana gelten sie als geächtet. Besonders bei den Leprapatienten die Situation ist schon sehr schlimm, weil das Menschen sind, die von allen anderen Menschen irgendwie verlassen worden sind, die nichts zu essen haben, keine Unterkunft. Doch die haben sie mittlerweile. Bettina Landgrafe hat nahe der Großstadt Ho zusammen mit einer anderen kleinen Hilfsorganisation Wohnungen gebaut. Ein komplettes Dorf für kranke Menschen, die keiner mehr haben wollte. Und auch sie selber ist immer wieder vor Ort, um sich um die Leprakranken zu kümmern. Heute versorgt sie die dringlichsten Wunden. So, was wir jetzt machen können, ist die Wunde erstmal säubern. Im Prinzip den ganzen Fuß, weil es sich um mehrere Geschwüre im Prinzip handelt. Angst vor Nähe haben die 33-Jährige und ihre Helfer keine. Sie behandeln bis spät in den Abend. Sie machen das, weil sie wissen, dass es sich lohnt.
Also Madame Fugana, meine Organisation, arbeitet mittlerweile in 3 Regionen. Wir haben 2 Krankenhäuser aufgebaut. Wir bauen jetzt gerade das 3. auf. Wir haben Toilettenanlagen gebaut, Brunnen gebohrt, eine Schule, einen Kindergarten. Jetzt bauen wir gerade den 2. Kindergarten. Eine Menge Arbeit. Arbeit, die nie zu enden scheint. Bettina Landgrafe will jetzt alles versuchen, um auch den Kindern vom Woltersee zu helfen. Es soll ein Anfang sein. Sie befragt die Einheimischen, versucht die Situation zu verstehen. Denn auch hier ist schnelles Eingreifen nötig. Unseren Part würde ich darin sehen, dass wir den Kindern, denen es jetzt akut schlecht geht, heute, in dieser Minute, dass wir denen ein Kinderheim oder eine Art Auffangstation bieten, dass, wenn sie diesem Elend entkommen, denn solche Kinder gibt es, die weglaufen, die die Möglichkeit haben zu fliehen. Aber wo sollen die hin? Wir würden für diese Kinder gerne ein Kinderheim bauen und die Schätzung von meinen Mitarbeitern vor Ort wären ungefähr 150.000 Euro. Mit einem Kinderheim kann Bettina Landgrafe sicherlich nicht alle Probleme am Wolterstausee lösen. Aber 100 Kindern eine Chance für die Zukunft geben. Und jetzt ist sie bei uns, Bettina Landgrafe. Wenn wir nochmal auf die Kinder zurückkommen, der 5-jährige Daniel, der da geschlagen worden ist, den haben Sie tatsächlich da rausholen können. Ja, aber ganz offiziell mit des Wissens der Regierung. Also nicht einfach in dieser Situation würde einem ja einfallen, den nehme ich jetzt mit. Aber damit ist den anderen ja nicht geholfen, sondern es gibt von der Regierung ein Wohlfahrtsministerium, so nennt sich das, und die haben Mitarbeiter in der Region. Das sind unsere Ansprechpartner, offiziell. Und was ist zum Beispiel mit diesem 10-jährigen Corsi, der sagt, er würde gern Präsident werden oder wenigstens zur Schule gehen? Ja, das ist eben das Problem. Sie brauchen Leute vor Ort, die mit den Fischern sprechen. Weil ohne deren Wissen, mit ihnen zusammen, ohne die geht's nicht. Aber ich stelle mir vor, da ist eine Mutter, die verkauft ihr Kind für 25 Euro. Dann übernehme ich einfach die 25 Euro und dann kann das Kind doch wieder zu seiner Mutter zurück. Ja. Der Gedanke macht schon Sinn, nur das Problem ist, das sind ja nicht die einzigen Kinder. Und wir müssen gucken, dass wir dieses Übel mit der Wurzel rausreißen. Und die Kinder zurückkaufen wäre absolut illegal. Dann würden wir uns auch strafbar machen, weil es in Ghana verboten ist, Kinder zu kaufen. Und es kann nicht unser Ansatzpunkt sein. Wir müssen gucken, worin liegt die Ursache, dass die Kinder verkauft werden. Das heißt, wenn man der Mutter, die ihr Kind verkaufen will, die 25 Euro so gibt, damit sie ihr Kind behält, das hilft auch nichts, weil die sich noch nicht mal trotzdem dann ihre eigenen Kinder leisten können, weil die wieder was essen? Richtig. Man müsste mit den Eltern, also mit der Zielgruppe dieser Leute, die die Kinder verkaufen, ein Selbsthilfeprogramm machen, wie wir das in anderen Regionen machen, ihnen Arbeitsplätze verschaffen. Durch lokales Handwerk zum Beispiel, da gibt es viele Ansatzpunkte. Das heißt aber, das ist eigentlich illegal, aber die Regierung kann nicht überall sein? Richtig. Es ist bekannt, das Problem ist bekannt, aber wir reden von Gegenden, die so weit weg von der Hauptstadt sind, die keinerlei Infrastruktur haben, wo es keinen Ansprechpartner, keine Polizei, gar nichts gibt. Die Leute haben ihre eigenen Gesetze. Jetzt ist ein 5-jähriges Kind da und muss schon paddeln und Netze einholen etc. Wie viele Jahre bleibt das da? Es war mal von 5 Jahren die Rede. Aber das kommt auf den Preis an und das kommt auf die Eltern an, die dieses Kind verkauft haben. Und wann ist denn so ein Kind dann mal wieder frei? Eigentlich erstmal nie. Es kommt dran auf den Werdegang an. Wenn es ein junger Erwachsener dann wird und vielleicht in dieser Dorfgemeinschaft, in der er groß geworden wird, zum Beispiel heiratet, eine eigene Familie gründet, wird vielleicht aus dem Kind irgendwann selber mal ein Master. Einer, der Kinder kauft. Die Kinder können oft noch nicht mal schwimmen, habe ich gehört. Warum bringt man ihnen das nicht bei, sondern lässt sie dann einfach ertrinken? Weil er kein Interesse dran hat, den Kindern das Schwimmen beizubringen. Auch viele Erwachsene können nicht schwimmen. Wenn wir von Erfolgserlebnissen reden, Sie kriegen manchmal, wenn Sie hier in Deutschland sind, Sie sind, glaube ich, immer ein halbes Jahr in Deutschland, halbes Jahr in Ghana. Kommt immer ein bisschen auf die Projekte an, aber so ungefähr. Kriegen Sie manchmal einen Anruf auf dem Handy und da sind 3000 Menschen dran? Ja, wie geht das? Richtig. Ja, wenn wir zum Beispiel einen Brunnen gebohrt haben und der wird sofort eröffnet, dafür muss ich nicht nach Ghana fliegen, das machen meine Mitarbeiter und die Dorfgemeinschaft zusammen. Und da ist Empfangsnetz, dann ruft mich Emanuel, das ist unser Mitarbeiter vor Ort, an. Und dann brüllen die alle ins Telefon, weil die alle wissen, dass ich in Deutschland bin, auch wenn sie sich das schwer vorstellen können, und wollen sich bedanken. Und dann geht dieses Telefon von Hand in Hand in Hand in Hand und ich höre die Stimmen und ich kenne die. Und dann sagen die, na, das Wasser läuft, zum Beispiel. Und dann müssen die nicht mehr kilometerweit
mit irgendwelchen Bottichen und Kanistern von irgendwo Wasser holen? Nein. Toll. Man macht sich ja auch kaum eine Vorstellung, mit wie wenig Geld man da was machen kann. Was können Sie zum Beispiel mit einem einzigen Euro da anfangen? Wir haben ein Schulspeisungsprogramm, da ernähren wir 3 Kinder an einem Tag von. Eine vollwertige Mahlzeit. Mit einem Euro? Ja. Wenn Ihnen jetzt Menschen zum Beispiel hier in Deutschland sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber das Elend ist ja so groß und so unendlich, das wird mir alles zu viel und am Ende hilft es ja doch nichts. Ja. Was sagen Sie solchen Menschen? Den Menschen würde ich sagen, dass sie in die Augen gucken sollen von den Leuten, denen wir geholfen haben. Und ich sage mal, selbst wenn es nur einer wäre, wenn ich derjenige bin, dann freue ich mich doch auch über Hilfe. Und die Menschen sind da real, die sind zwar weit weg, aber die gibt es genauso wie Sie und mich hier jetzt. Und für mich sind sie extra real, weil ich sie natürlich häufig auch persönlich sehe. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier sind, wer kümmert sich dann in Ghana um Ihr Projekt und schaut, dass da alles gut läuft? Wir haben 3 feste Mitarbeiter, die in Ghana rumfahren und die einzelnen Projekte betreuen. Und zum Beispiel für die Krankenhäuser haben wir natürlich Angestellte, die dann immer nur vor Ort sind. Aber unser Hauptmitarbeiter ist Emmanuel Stevenson. Der leitet die Geschäfte vor Ort, wenn ich eben in Deutschland bin. Der ist Building Technician, das gibt es bei uns nicht. Ist ein bisschen mehr als Maurer, ein bisschen weniger als Architekt. Der führt alle Bauprojekte durch. Der ist derjenige, der den Zugang zum Spendenkonto hat. Der verwaltet die Gelder. Das ist mein direkter Ansprechpartner. Ich möchte noch mal zurückkommen auf diese versklavten Kinder. Nach ghanaischem Recht darf das ja nicht so sein. Wenn Sie jetzt zum Beispiel zu so einem Sklavenhalter, zu so einem Fischer hingehen und sagen, er darf das nicht, dann würde was passieren? So eine Situation in so einem Dorf kann auch sehr gefährlich werden. Also man muss sehr aufpassen. Wir sind eben mit Mitarbeitern hingegangen, die diese Leute auch schon kannten. Und das Einzige, was wir machen können als Nichtregierungsorganisation, als Verein, der keinerlei Macht oder Gewaltpotenzial im Sinne von staatlicher oder polizeilicher Gewalt hat, wir müssen mit den Leuten den Dialog pflegen. Weil ansonsten kann es auch passieren, dass da Leute verschwinden. Also das ist nicht ungefährlich, diese Arbeit. Wer hilft Ihnen hier in Deutschland? Wer unterstützt Sie? Hier in Deutschland habe ich einen Verein gegründet und da sind wir 11 insgesamt, aber ich habe 3 Leute, die so der feste Kern sind, die mir helfen, Werbung machen, die mir helfen, die Spendenaktionen durchzuführen, wenn wir zum Beispiel Weihnachtsmärkte haben, ne? Also die mit anpacken, aktiv. Ja, die packen mit an, aber von wem kommt dann das Geld? Also wer spendet Ihnen was? Es gibt Stiftungen in Deutschland, das Land NRW hat einen Fördertopf, auf den wir zugreifen, wenn wir einen Antrag stellen, das ist möglich. Und dann ganz, ganz viele einzelne Personen, die auf mich zukommen, die über unsere Internetseite auf mich zukommen. Ich mache viel Unterricht in Schulen zum Beispiel, um den Kindern zu zeigen, dass es eben auch noch eine andere Welt gibt. Also das geht eigentlich durch die ganze Bandbreite, von offiziell Regierung bis Einzelpersonen. Also ich finde toll, dass Sie so überhaupt gar nicht lamoyant sind, sondern dass Sie eigentlich fröhlich sind und optimistisch sind und trotz des ganzen Elends einfach sehen, was man da machen kann. Und ich glaube, es ist nicht falsch, wenn ich sage, Sie freuen sich trotzdem über jede Spende, die Sie zusätzlich kriegen. Und wenn Sie zu Hause auf sterntv.de gehen, dann kriegen Sie den entsprechenden Link, dann erfahren Sie mehr über den Verein. Da ist dann auch Spendenkonto und alles drauf. Und ich glaube, es gibt heute nicht wenige, die sagen, ja, bald ist Weihnachten und der Frau helfen wir. Danke, dass Sie bei uns waren und viel Erfolg. Danke.